Mein Name ist Norm und ja, mir fiel doch brühend warm ein, dass ich euch noch einen Bericht schulde, und zwar vom Service von B2X, sprich dem Microsoft Reparaturdienst. Ja, ich habe dort ja mein Lumia 640 eingeschickt und dort war, wenn ich hier oben auf die Ecke gedrückt habe, fing das Display an zu flackern. Das Problem wurde behoben. Das Display flackert nicht mehr. Es wurde auch laut Reparaturschein wohl ausgetauscht. Ja, aber leider nur das Display. Problem ist, das Gerät hat schon von Anfang an, also seitdem ich es gekauft habe, hier oben die Ecke nachgegeben. Ich weiß nicht, ob man das hört. Ich halte es mal gerade ans Mikro. Na, wahrscheinlich nicht. Und ja, das habe ich auch schon von Anfang an beanstandet. Der Laden, wo ich es gekauft habe, hat das Gerät schon zweimal eingeschickt. Ich habe es noch dreimal eingeschickt. Und durch diesen Schaden ist dann entsprechend auch dieser Display-Defekt zustande gekommen. Und das Problem ist jetzt, wie gesagt, es gibt immer noch oder wieder nach. Und das heißt, früher oder später, wenn ich das Gerät wirklich wieder als täglichen Begleiter nutzen würde, würde der Defekt wieder auftreten, hundertprozentig. Und ich habe auch damals zum Microsoft Support einen regen E-Mail-Kontakt geführt. Ich glaube, es waren insgesamt 75 E-Mails, die da hin und her gewandert sind. Und mir wurde damals auch der Austausch des Gerätes zugesichert, was allerdings nie passiert ist. Ich habe immer wieder dasselbe Gerät zurückgekriegt. Bei den ersten vier Malen genau, kam auf dem Reparaturschein zurück nichts gefunden. Also entweder wurde das Ding einfach nur angemacht oder wie auch immer. Und beim letzten Mal, ich weiß ja nicht, wer von euch mir auf Instagram folgt, habe ich einen Zettel dran gepappt. Also ein Post-it hier oben an die Ecke, vielleicht spiele ich das Bild auch mal ein, wo ich halt entsprechend drauf geschrieben habe, von wegen, bitte mal hier oben drücken, wenn das Gerät an ist, damit man entsprechend auch sieht, wo der Fehler liegt. Und er wurde zum Teil, wie gesagt, behoben. Grundlegend ist es, glaube ich, sogar ein und dieselbe Werkstatt im Prinzip, wird nur der Ablauf bzw. die Annahme und der Support-Ablauf, wie man das Ganze jetzt nennen möchte, nur über B2X gesteuert. Wie gesagt, das Ding kam jetzt aus derselben Werkstatt wie bei den anderen Malen auch. Sofern die meinen Namen lesen, vielleicht schon auf der schwarzen Liste, keine Ahnung. Ich denke, die werden inzwischen schon die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Ich werde es nochmal probieren, denn das Gerät hat noch entsprechend Gewährleistung, beziehungsweise Garantie nicht mehr, aber Gewährleistung. Und werde euch dort auch ein bisschen auf dem Laufenden halten. Und wie gesagt, es ging relativ flott. Auch wenn ich an dem Tag, wo ich das Video gedreht habe, war das Gerät im Prinzip schon in der Werkstatt. Was allerdings gehangen hat, war die Sendungsverfolgung von DHL. Das Gerät kam wieder zurück, war wieder im Prinzip hier und in der Sendungsverfolgung stand immer noch, es würde noch immer noch hier im Frachtzentrum hängen. Von daher, gut, von der Laufzeit kann ich jetzt nicht allzu viel sagen. In der Regel läuft das Ganze allerdings innerhalb von einer Woche ab. Maximal länger hat es bei mir bisher auch nicht gedauert, bis natürlich auf den Technikmarkt. Die haben sich gut 3 Wochen jeweils Zeit gelassen. Von daher, da kann man jetzt sagen, was man möchte. Ja, so viel auf jeden Fall erstmal zu dem Thema. Ich werde auf jeden Fall noch mal dranbleiben, denn den Fehler möchte ich doch endlich mal behoben haben. Weil wie gesagt, schade, man hört es leider nicht mehr. denn wie gesagt, der Fehler mit dem Display wird sonst früher oder später wieder auftreten. Wie gesagt, ich halte euch auf dem Laufenden. Mehr wollte ich dazu eigentlich auch nicht sagen. Wie gesagt, grundlegend lief das Ganze eigentlich reibungslos ab. Das Einzige, was halt ein bisschen gesponnen hat, war die Sendungsverfolgung. Mehr war da eigentlich auch nicht. Und das war meine kleine Zusammenfassung. Ich hoffe, sie war ein bisschen informativ. Wenn nicht, schaut in meinen Instagram-Videos. Ich bin weg. Servus und bye bye.